Tja, Freunde. Eigentlich wollte ich mich heute um meine Kapp- und Gehrungsstation kümmern, dass ich sie endlich hier nutzen kann. Und was stelle ich da fest? Ja, die Konstruktion an sich ist gut, sie funktioniert auch, aber ich habe den Platz falsch berechnet. Eigentlich habe ich ihn gar nicht berechnet. Ihr seht ja hier diesen Anschlag. Das müsste ich ja hier drauf übertragen. Aber dann habe ich am Ende nur noch so eine ganz kleine Auflage hier vorne. Und wenn ich es... Ich muss das ja ganz nach vorne ziehen, damit ich den ganzen Hub nutzen kann. Also mindestens bis hier. Und dann bleibt mir hier diese 5-6 cm Auflage. Nichtsdestotrotz will ich das Ding hier aber benutzen. Und nach mittlerweile, keine Ahnung, 1,5-2 Jahre wird es auch Zeit, dass ich sie benutze. Ja, die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Wie lösen wir das? Dass wir diese Maschine vollständig nutzen können, ohne dass wir hier großartig noch umbauen müssen. Ja, darüber werde ich mir einen Kopf machen. Bis zum nächsten Vlog. Vielleicht habt ihr eine Idee. Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Also wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, wie ich das machen kann und das Ganze am Ende auch schick aussieht, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und dich spreche ich ganz besonders an, Sascha von Saschas Werkstatt. Ich hoffe, du schaust zu. Du hast immer ganz coole Ideen, also vielleicht fällt dir was ein, was cool ist, was auch cool aussieht und funktioniert am Ende. Ich möchte endlich meinen Schraubstock in diese Werkstatt einbauen. Ich habe ja bisher noch keinen Schraubstock und dieser Schraubstock, der muss also auch beweglich sein. Der darf nicht fest an einer Stelle sein. Wie gesagt, es ist ja eine kleine Werkstatt und man muss immer versuchen, das Optimale aus einer kleinen Werkstatt rauszuholen. Deshalb werde ich ihn so einbauen, dass ich ihn verschieben kann. Und das natürlich mittels dieser T-Nut-Schienen, die ich hier in die Arbeitsplatte einlassen werde. Und dann kann ich diesen Schraubstock hin und her schieben. Also von hier hinten bis hier vorne. Ja, das ist zumindest erstmal der Plan. Ich schaue mal, ob wir das hinkriegen. Auf die Schnelle. Ich hasse es, wenn ich Sachen muss, ja. Ich hasse es, wenn ich von meinen Plänen abweichen muss. Das bringt mich immer ein bisschen durcheinander. Also jetzt machen wir auf jeden Fall hier das Ding weiter. Und ich hole mal den Schraubstock mal eben und dann werde ich auch mal die Fräse holen. Denn das können wir, glaube ich, nur ordentlich mit der Oberfräse machen. So, jetzt haben wir erstmal den Schraubstock. Gut, man kann Schraubstock dazu sagen, man muss es aber nicht. Gut, mir reicht er. Ich habe hier nicht vor, auf Maschinenbau umzurüsten. Ich denke, für meine Zwecke sollte der reichen. Ich habe noch einen zweiten davon, der soll irgendwann auf die andere Seite. Irgendwann, ne? Also wir wollen nichts überstürzen. Jetzt wollen wir erstmal zu sehen, dass wir diesen einbauen. Und zwar habe ich eigentlich vor, diesen auf eine Platte zu bauen. Beispielsweise diese hier. Und diese Platte dann mit den Schienen zu verbinden, um das hin und her schieben zu können. Das ist erstmal der Plan. Ich denke, so machen wir das auch. Irgendwann... Dafür brauche ich allerdings eine Vorrichtung, die muss ich erst noch bauen. Möchte ich hier in die Front auch noch eine T-Nut. Eine T-Nut. A T-Nut. I have to. Also möchte ich hier irgendwann mal eine T-Nut-Schiene auch vorne einlassen, so dass ich ich nenne es mal Schraubstock, hier vorne dann auch noch befestigen kann.
Denn das Teil soll ja auch halten, wenn man daran arbeitet. Ja, also ich meine, ich kann natürlich auf diese Ich kann auf diese T-Nuten ja nicht die gleiche Gewalt ausüben, so als wenn das hier fest im Korpus verankert wäre. Das geht natürlich nicht. Also versuche ich es natürlich an so vielen Punkten wie möglich zu befestigen. Ja, soweit erstmal der Plan. Schauen wir mal, wie wir jetzt die Fräsungen da reinbekommen. Das versuchen wir jetzt mal und dann schauen wir mal weiter. Ja, so. Irgendwann müsste ich dann hier vielleicht auch mal ein anderes, wie nennt man das Ding? Naja, ihr wisst, was ich meine. Das werde ich vielleicht mal irgendwie irgendwann in etwas länger da dran bauen müssen. So. So, jetzt stellen wir mal eben die Tiefe des Fräsers ein. Dazu habe ich mir die zwei Leisten hier hingelegt und werde jetzt den Fräser genauso tief runterfahren, wie die zwei Leisten halt sind. Seht ihr hier, bis er aufstößt, und dann blockiere ich das Ganze. Zack. Jetzt haben wir eingestellt, wie tief die Nut sein soll. Das ist okay. Und ja, was habe ich hier aufgebaut? Ich habe mir hier natürlich einen Anschlag angelegt, der praktisch die Nut begrenzt. Also dadurch wird mir gewährleistet, dass die Nut auch dahin kommt, wo ich sie hinhaben will. Hier vorne habe ich mir einen weiteren kleinen Anschlag gebaut, dass ich nicht über diesen Punkt hinaus fräse. Und ja, das gleiche werde ich jetzt hier noch schnell machen. Hier habe ich es nämlich noch nicht getan. Und ja, und ich würde sagen, dann können wir drauf losfräsen. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go. Alter. Scheißdreck. So Leute, das war mal wieder eine richtige heftige Glanzleistung von mir. Der scheiß Fräser ist rausgerutscht. Also fragt mich mal, wie er das gemacht hat. Ich habe das so festgezerrt. Jedenfalls ist er rausgerutscht und damit habe ich hier, zum Glück bin ich nicht ganz durch, aber das ist natürlich ein Scheißergebnis. Ja, das Ergebnis habt ihr gesehen, im Prinzip passt die Nut, aber natürlich habe ich hier die fetten Löcher von dem Fräser, der aus der Fräse rausgerutscht ist. Ja, also ich habe das so fest angeballert, das wundert mich, dass da das Scheißding rausgeruckt ist. Also das geht mir irgendwie gerade nicht aus dem Kopf. Also die Schiene passt zumindest perfekt rein. Ist auch schön bündig mit der Oberfläche. Ja, aber irgendwie ist mir gerade der Appetit vergangen auf die nächste Nut. Geht mir gerade richtig heftig auf den Sender. Tja, ich würde sagen, wir lassen es erstmal. Ich werde mal gucken, ob ich diese Unebenheit hier unten, ob ich die auffüllen kann mit irgendwas. Ja, ich würde mir wahrscheinlich so ein bisschen Späne mit Leim machen und das da unten auffüllen.
Vielleicht reicht das ja. Schauen wir mal. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go. So, ich hoffe, ich kriege diese Nut so wieder irgendwie einigermaßen in Form. Hier drückt der Misch schon raus. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir auch eine gewisse Stabilität da, wo wir halt zu viel rausgefräst haben, wieder hergestellt bekommen. Wir werden sehen. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt eine neue Platte kaufen. Ich meine, die hat jetzt 2 Jahre gehalten. Jetzt sollte sie eigentlich auch den Rest noch überstehen. Ja, ist zwar scheiße, dass das passiert ist, aber okay. Mit Schwund muss man rechnen. Ich denke, das kriegen wir auch irgendwie wieder hin. Tja, Leute, solange das hier am Trocknen ist, kann ich die zweite Nut nicht fräsen. Und deshalb war's das für heute hier mit diesem Vlog. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Mal sehen, was wir dann machen. Vielleicht ist das Teil dann schon fertig. Ihr werdet es dann sehen. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Es hat Spaß gemacht.